Am Strand, so friedlich wie ein Biergarten vor der Öffnung, ahnten die Touristen noch nichts von der nahenden Gefahr, die präzise wie ein deutscher Fahrtplan auf sie zukam. Eine Frau bemerkte als erste die Anomalie, so ungewöhnlich wie Weißwurst zum Abendessen. Eine Kältewelle, kälter als ein Berliner Winter, fegte über das Meer, gefolgt von Eiszapfen, die aus dem Sand schossen wie Spargelstangen im Frühling. Die Stadt verwandelte sich schneller in eine Eislandschaft, als ein Oktoberfestkrug sich leert. Autos wurden von Eisspitzen hochgehoben wie Brezel auf einem Backblech. Die Spezialeinheit, ausgerüstet mit Elektrowaffen, präzise wie deutsche Ingenieurskunst, musste feststellen, dass 10.000 Volt so wirkungslos waren wie alkoholfreies Bier auf dem Oktoberfest. Ein Mann in Kampfanzug erschien, selbstsicher wie ein Bayer in seiner Lederhose. Aber sein Feuerzeug, made in China, nicht in Germany, versagte wie eine schlecht gewartete Maschine. Das Monster verwandelte es schneller in Eis, als man Bratwurst sagen kann. Das Monster sprach eine Beschwörung, alt wie ein Schwarzwälder Rezeptbuch. Der Boden riss auf wie ein schlecht gebackenes Brezel und Geister stiegen auf wie Schaum auf einem frisch gezapften Bier. Da erschien Darcy, mutig wie eine Münchnerin beim Maßkrugstemmen. Ihr Angriff überraschte das Monster wie ein Vegetarier auf dem Oktoberfest, aber die Kreatur fror ihre Waffe ein, schneller als ein Berliner seine Currywurst verschlingt. Im kritischen Moment erschien Darcys Freund mit einem Streichholz, präzise wie ein Schweizer Uhrwerk. Die Flamme tanzte durch die Luft wie eine Brezel im Wind. Und der Feuersohn erwachte mit der Kraft eines Ruhrpott-Hochofens. Die eingefrorenen Feuerwehrleute tauten schneller auf als ein Eiswürfel in heißer Suppe. Und ihre Rettung war so erfolgreich wie ein Fußballspiel der Nationalmannschaft. In besseren Zeiten, versteht sich.